Dann platziere ich jetzt. Ein Diamantblock. Ne. Moin Leute, willkommen zurück zu Minecraft. Ja, wir sind ja jetzt in so einer Mine wieder. Ja, ich will kein Command eingeben. Ich will mich einfach nur zurückverwandeln. Weil das wahrscheinlich eh nicht gehen würde, das Command eingeben, da ich ja hier im Survival-Modus bin, das ausgeschalten habe. Habe ich ja schon gesagt. Und was ist dort hinter diesen Holzblöcken? Ich soll, glaube ich, hier erst das Wasser abstellen, genau. Boah, warum wird man auch so weit getrieben, dass ich nur eine Pfütze durch die ich hier laufe? Nicht irgendwie im See. Oder ein Wasserstrom oder sowas. Och nö, bitte nicht. Jetzt wird das wieder nicht abgebaut. Muss ich das jetzt ernsthaft jedes Mal zweimal abbauen, damit das gezählt wird? Nee, das lässt sich ja gar nicht mehr abbauen. Wow, warum? Mein Internet ist doch gut. Sag mal, kann ich doch nicht mal mehr Steine bauen? Wow, warum wird dieser Block zurückgesetzt? Das ist so verdammt nervig, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Hä? Gerade konnte ich mich noch nicht mal mehr drehen. Hier war ich das schon. Ja. Wie instabil ist Minecraft eigentlich gerade? Aktivierungsschienen. Und das hier war ein Antriebsschienen, alles klar. Das ist ja auch klar, warum ich die nicht mitgenommen habe. Boah, ich hoffe, Minecraft läuft jetzt wieder ein bisschen instabil. Eben nicht instabil. Oh nee. Nee, 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 nee. Ich kann mich doch nicht mal mehr richtig bewegen. Oh nein. Das läuft echt furchtbar. Ich versuch's erstmal mit Minecraft Welt neu laden. Und wenn das nicht funktioniert, dann starte ich halt Minecraft komplett neu. Das erste wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber ich muss es trotzdem probieren. Boah, Minecraft ist immer so stabil gelaufen und jetzt plötzlich. Oh, oh, es geht! Yes, klar, das mit der Maus läuft noch immer nicht ganz so flüssig. Och nö, warum? Liegt das irgendwer am Internet? Aber das Internet ist doch gut. Oder liegt das tatsächlich an Minecraft irgendwie? Boah, warum? Warum taucht dieser Block wieder auf? Okay, Minecraft hat echt große Sicherheitslücken, wollte ich einfach nur sagen. So, und habe ich auch noch mit dabei. Als ob er das jetzt nicht aufgefressen hat. Hä? Ey, ich kann das gar nicht aufessen. Das ist auch wieder so ein Bug. Da ich esse das gerade unendlich und das sieht so aus, als wenn ich kotze. Aber okay, jetzt habe ich es endlich aufgegessen. Es konnte einfach nicht geladen werden irgendwie, dass das dann verschwindet. Und dann habe ich einfach eine ziemlich lange Essanimation gesehen. Oder ja, ja, eigentlich auch. Da gab es einfach eine ziemlich lange Essanimation. Mal sehen, läuft das jetzt wieder stabil. Okay, wisst ihr was? Ich starte Minecraft jetzt komplett neu. Also, bis dann. Ja, hallo Leute. Hier bin ich wieder. Gott, wieder dieser Zombie. Also, warum wieder? Es ist das erste Mal, dass... Ja, egal. Dann bekämpfe ich den halt einfach. Ja, wenn ihr euch fragt, Hilfe, warum ich plötzlich ganz woanders bin. Ja, es liegt nämlich daran, dass als ich Minecraft neu gestartet habe, habe ich völlig vergessen. Gott, ein laufender Grasblock. Ja. Hey, das sind doch Halluzinationen irgendwie. Also wenn ihr euch jetzt fragt, wieso ich ganz woanders bin, ich habe vergessen, wieder auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Ich nehme schließlich... Ach, der hier wirft das. Oh, oh, der ist ja stark. Holy shit. Alles klar.
gibt es auch neue Gegner. Ich habe vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken, als ich das neue gestartet habe. Und ich verwende schließlich den Game Recorder. Oh Gott, ich habe nichts zu essen. Und ja, dann wäre das Video nur 4 Minuten lang gewesen, aber ich nehme jetzt natürlich noch hier mehr auf. Noch 13 weitere Minuten. Und wisst ihr was? Ich bringe mich jetzt mal schnell um. Oder sie bringen mich um. Damit ich dann wieder meine ganzen Leben habe. So, hier sind Skelette und hier sind noch diese Monster hier. Na. Ja, lass das bitte mal. Hey, die greifen. Ich dachte, die sind neutral. Oh shit. Die sind ja richtig stark. Oh shit. Okay, sind die nicht ein bisschen overpowered? Ich habe hier schließlich eine Eisenrüstung und. Die können mich sogar aus relativ weiter Entfernung treffen. Alter. Ich habe noch nie so einen overpowered Mob in Minecraft gesehen. Aber das hier ist ja jetzt auch eine Mod. Das ist, glaube ich, die More Creatures Mod. Die fügt nicht nur Tiere, sondern auch einige weitere Monster ein, wie man vielleicht schon gesehen hat. So, jetzt habe ich das hier bekommen. Oh, jetzt kann ich den aber ordentlich auf die Hucke hauen. Nein, schnell verwandeln. Na, eine kleine Spinne. Kann aber, glaube ich, nicht so viel machen hier. So, jetzt bin ich richtig mächtig und stark. Ja, ich muss auch mal einen Eisengolem killen, dann bin ich nicht so heftig fett. Ich bin zwar auch ziemlich groß, aber lange nicht so dick wie dieses Monster hier. Oder wie irgendwas anderes, wie ein Bär zum Beispiel. Und dann habe ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viel Leben hat ein Eisengolem. Ich glaube, 50 Leben oder so. Das war dann schon arg overpowered. Aber es gibt eben auch neue starke Mobs und dann braucht man eben sowas auch. Wie diese hier zum Beispiel. Okay, das war irgendwie einfach jetzt. Oh, ein Villager-Zombie. Was ist das eigentlich da hinten? Was zur Hölle? Hey, das sind irgendwie Löwen, aber irgendwie ein bisschen mutiert. Oh, jetzt ist er aggro. Und der hat mich direkt vergiftet. Das sind irgendwie Löwenfledermäuse. Ach du Scheiße, wie overpowered ist der denn bitte? Puh, direkt gekillt. Nein, nein, nein. Nein. Okay, es gibt fliegende Pferde, alles klar. Wieder so eine ekelhafte Spinne hier. Bäh. Der aber nichts gegen mich ausrichten kann. Oh ja, schon 18 Erfahrungspunkt-Level. Es gibt ja auch diese Roboter. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es lohnt sich, sich in diese Roboter zu verwandeln, oder? Nö, die haben gar nicht so heftig viele Leben. Aber die sind ein bisschen kleiner. Ja, alles klar, aber wir werden jetzt hier einen Eisengolem bauen. Okay, das ist gerade verbrannt. Hä, warum? Was ist das denn wieder für ein Pack hier? Die Sonnenblume schwebt einfach in der Luft und der hat auch irgendwie keinen Stiel hier. Hey, bleibt das jetzt für immer und ewig so? Hey, Moment, ich will mal was testen. Ist das weg, wenn ich die Minecraft-Version neu starte? Also, halt die Welt. Nee, die Welt neu lade. Die Minecraft-Version neu starten ist ja was anderes. Nee, das geht nicht weg. Das wird also für immer und ewig. Was ist das denn? Da. Ist das ein Höhlenmensch irgendwie? Oder ein Obdachloser? Okay. Ja, moin, der hat einfach mal ein Holzschwert, glaube ich. Und
Holzspitzhacke gedroppt. Ja, was soll ich damit bitte anfangen? Und jetzt bin ich erstmal hier dabei, das Holzschwert zu suchen. Das ist ja blöd. Boah, ich weiß nicht, wo dieses verdammte Holzschwert jetzt im Inventar ist. Aber egal. Hier kommt erstmal eine Menge Kohle rein. Dann wird es hier geschmolzen. Ja, ein Anvil habe ich mir auch noch nicht gecraftet, also ein Amboss. Und was zu essen brauche ich auch noch. Und hier ist anscheinend ein Skelett verbrannt. Da hat sich aber auch hier eins gesichert im Wasser. Und ich glaube, bei Regen können die auch nicht brennen, denn die werden ja instant gelöscht. Aber die können auch die spawnen irgendwann. Na? Ja, diese Skelette sind viel einfacher. So. Ja, ich brauche jetzt was zu essen. Gut, dann wechsle ich halt kurz in den Peaceful-Modus. Klar, das ist ein bisschen Cheaten, aber ich mache es jetzt einfach. Ist mir egal. Oder warum eigentlich nur kurz? Am besten, ich bleibe jetzt hier im Peaceful-Modus. Nee, das ist... Nee, das mache ich nicht. Das wird dann wirklich Cheaten. So, das kann jetzt hier ein bisschen dauern. Es gibt ja auch eine Mod mit schnelleren Öfen, aber... Also, nee, mit Öfen. Ja, mit Öfen natürlich. Und da kann man auch einen aus Eisen craften. Und das Crafting-Rezept ist relativ günstig. Und der ist halt ein bisschen schneller. Und es gibt auch noch Goldöfen, Diamantöfen und jede Menge. Aber ich finde, die Mod ist mir ein bisschen zu simpel. Das brauche ich eigentlich nicht. Mal sehen, die Pandas droppen kein Fleisch. So, ich glaube, den Platz hier werde ich wieder finden. Mal sehen, hier ist wieder eine Schlange. Oh, die waren aber stark. Die waren stark. Aber als Spinne bin ich, glaube ich, immun gegen Gift. Mal sehen, wo ist denn der Bär jetzt hier hin? Na Moment, dann verwandle ich mich lieber in dieses Viech hier. Wo ist denn jetzt die Schlange hin? Hier. Oh. Sehen schon gefährlich aus. Aber wenn ich die jetzt besiege, kann ich mich dann auch in so eine... Nein. Nein, bitte kill mich nicht. Bitte kill mich nicht. Ich habe deinen Freund nicht gekillt. Aber wir haben jetzt etwas sehr Interessantes erhalten. Nämlich... Wo ist es? Hier so ein Schlangenei. Damit können wir jetzt nämlich quasi eine Babyschlange schlüpfen lassen. Wir müssen das irgendwo platzieren, dann kommt eine Babyschlange raus. Aber ich glaube, das machen wir erst zu Hause. Denn hier ist ja nirgends ein Haus. Das wäre ja schon ziemlich blöd, oder? Ach, Moment. Ich glaube, wir machen es trotzdem einfach. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie... man die quasi irgendwie warm halten muss, dass die nicht kalt ist. Dann ich mache das einfach mal hier so mit Holz. Okay, dann eben mit... Bruchsteine, wobei eigentlich muss ich eh Holz abbauen. Okay, das hat nicht ganz so geklappt. Boah, dieser nervige Sonnenblumenbug, kann ich das nicht irgendwie entfernen, wenn ich hier Steine hinsetze oder so? Da ist sogar noch so ein Schatten. Ich kann da keinen Block hinsetzen. Da ist sogar ein kompletter Schatten. Hä? Ja, warum geht das jetzt hier nicht?
Man kann das nicht entfernen, das... Ich kann durchlaufen und alles Mögliche. Klar, das wird auch davor gehen, aber das zählt. Okay, es ist jetzt ziemlich schwierig, das irgendwie herzubauen. Wo ist das verbuggt? So, die paar Stöcke brauche ich ja auch nicht. Und erst recht nicht die Erde, die Truhe und die Weizenkörner. Und dann baue ich hier einfach ein bisschen was von dem Holz ab. Eine Holzaxt. Oder einfach allgemeine Axt. Ich muss ja keine aus Holz craften, das wäre ja dumm. So, dann crafte ich mir eine Werkbank. Dann hier Stöcke. Und eine Rubinaxt. Oh yeah, so stark wie eine Diamantaxt. Oh yeah, das geht jetzt ziemlich zackig hier. Ja, das ist ja auch bloß eine Eiche, obwohl das so komisch irgendwie aussieht. So, ein Apfel. Ist klar. Was soll ich denn? Ja, ich könnte mir einen goldenen Apfel draus craften. Okay, hier ist noch Golderz. Aber nö, ich mach da lieber Lucky Blöcke draus. Ja, Lucky Blöcke, Lucky Blocks. Genau, das brauche ich auch noch. Oder das kann ich mir auch noch daraus craften. So, da oben ist ja auch noch direkt ein Crafting Table. Und ich habe das Gefühl, es laggt ein wenig. Ist es jetzt ein bisschen weg. Vielleicht liegt es auch in dem Regen. Das ist ja sicher für den PC nicht ganz so einfach. Hier 1000. Oder vielleicht sind das sogar zehntausende Wassertropfen hier zu berechnen. Ja, kann schon mal sein, dass es ein bisschen laggt. So, da crafte ich mir hier direkt einen Dropper. So, das brauche ich eigentlich nicht, kann ich selber craften. Was ist das euer Ernst hier? Ich will das einfach nur loswerden, aber es fliegt nicht weit genug. Aber wie kann ich mir einen Dropper craften? Okay, hier ist einer, ein Spender auf Deutsch. So. Ich brauche mehr Öfen. Ja, nach einem großen Minenabenteuer in Minecraft braucht man eben immer extrem viele Öfen. Und die kann man auch zum Glück stacken. So, also hier ein Zombie. Wo kommt der denn her? Oh, der Part ist schon 14 Minuten lang, also eigentlich länger als er sollte. Aber wir werden jetzt zum Abschluss für diesen Part hier noch einen Lucky Block ausprobieren. So. So, ich habe hier 5 jetzt von den Teilen hier reingetan. Moment, ich brauche ja den neuen. So, hier. Genau. Jetzt. Und wo ist die ganze Kohle hin? Da habe ich wirklich alles reingetan. Jetzt kann ich das hier schmelzen. Und wenn das hier fertig geschmolzen ist, ja, dann können wir einen Lucky Block draus craften. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich das rausschneiden soll. Ja, ich schneide es, glaube ich, raus. Oder ich war schneller. Also, bis dann.
So, jetzt ist hier alles fertig geschmolzen. Jetzt haben wir ja noch ein Stück davon. Hier ist der Crafting Table. Boah, schon wieder diese nervigen Samen halten. Da kann ich jetzt wohl nichts dran ändern. So. Ach, ich brauche sogar nur 8. Stimmt ja. 9 sind ja alle insgesamt dann. Also, Lucky Block, Luck 0. Das heißt, es ist zufällig, ob es einem jetzt was bringt oder nicht. Dann platziere ich jetzt. Ein Diamantblock! Ne! Ich wollte mich veräppeln, ein Diamantblock! Nein, 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 nein. Als ob ich habe einfach mal einen Diamantblock erhalten. Oh Gott, das Schlangenei. Was soll ich das denn platzieren? Ich platziere das jetzt einfach mal hier. Und. Oh. Oh, ich kann das schlagen. Ich wollte es nur abbauen, aber das macht im Damage. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch oder ein Abo freuen. Bis dann und ciao. Euer Jono.